Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Essie-Adventskalender und da sind ganz offensichtlich 24 bunte Nagellacke drin enthalten. Sieht ja nicht großartig aus. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, dieser wunderschöne Adventskalender kostet 59,95 € und ich habe ihn bei Zalando bestellt, setzt euch natürlich einen Link dazu in die Infobox und es ist jedes Jahr ein Highlight, weil wir hier auch ganz besondere Farben drin finden. Wir haben hier auch draußen draufstehen, was so drin ist, aber wir lassen uns mal ein bisschen überraschen. Um den Adventskalender zu öffnen, muss man hier leider das äußere Ding abmachen. Und ich bin nicht alleine heute. Okay, wir haben hier ganz viele Boxen. Der scheint also komplett wiederbefüllbar zu sein. Ist aber hier so ein bisschen durch die Gegend geflogen, ne? Mal gucken, was wir hier jetzt so drin finden dürfen. Wir starten am 1. Dezember. Okay, das ist so ein richtiges Matschegrün. Die Farbbezeichnung 981 Natural Connection. Ja, also für mich persönlich ist es eigentlich eine coole Farbe. Aber ich weiß nicht, wie viele sich das auf den Nagel packen. Ich finde es nice. Und das ist eine Originalgröße. Das finde ich auch immer sehr, sehr schön. Weiter geht die wilde Reise am 2. Dezember. Ich trage ja sowohl Nagellack als auch Nagelfolien immer mal wieder so im Wechsel. Und hier habe ich in einer kleinen Größe den 953 Odd Squat. Auch das ist eine eher Herbstfarbe. Finde ich ganz interessant, dass sie das so gemacht haben. 5 ml, also eine kleinere Größe. Und das ist so ein sehr, sehr warmes Kastanienbraun mit aber einem krassen Roteinstich dabei. Selbstverständlich auch mit dabei ist hier die Nummer 3. Oh, habe ich eben gar nicht erkannt. Du hast ja auch immer irgendwie außen drauf stehen, was es sein soll. Das ist wohl ein Nagelhärter. Glow and Shine. Auch hier eine kleine Größe mit 5 Millilitern. Und so ein Nagelhärter finde ich ganz praktisch. Also den gebe ich mir auch gerne als Basecoat auf zum Beispiel. Hier haben wir die Nummer 4. Und hier haben wir auch wieder eine 5 Milliliter Größe enthalten. Das ist schön. Also hier haben wir Many Things 570. Ich glaube, dass das so eine Art, also du kannst es sicherlich auch solo tragen, aber wenn du den zum Beispiel über so einen milchigen Ton drüber machst, zum Beispiel diesen Ballet Slippers oder über ein Weiß oder so, oder wenn du diesen Goldschimmerton, das ist nicht zum Essen, Julius, über ein Rot drüber machst, das kann, glaube ich, auch richtig schön aussehen. Hier haben wir jetzt den 5. Dezember, einen Tag vor Nikolaus. Und hier haben wir auch wieder eine 5 Milliliter Größe drin. Also ich glaube, wir haben auch vor allem diese kleinen Größen hier drin. Das ist ein Klassiker, die Nummer 60, Really Red mit 5 Millilitern haben wir hier drin enthalten. Du bist so ein Räuber, Julius. Genau, das ist so ein klassisches Weihnachtsrot und sowas brauchen wir auch in so einem Adventskalender. Zum 6. Dezember, das ist ja ein besonderer Tag, der Nikolaus, erwarte ich persönlich schon und eine Originalgröße. Und das ist eine sehr schöne Farbe. Statement Piece, die 552 ist so ein blau-lila Ton und das ist auch eine ganz spezielle Variante von diesen Essie-Lacken. Wie heißen die? Gel Couture, genau, das sind diese gedrehten Flaschen. Ja. Weiter geht die wilde Reise am 7. Dezember und hier haben wir auch einen Lack drin, beziehungsweise ein Pflegeprodukt, das Apricot Oil in 5 Millilitern. Das ist einfach ein Nagelöl, sowas verwende ich super gerne, sowohl an den Händen, wenn ich halt wirklich gar keinen Nagellack trage. Das ist immer so zwischen den jeweiligen neuen Farben, lasse ich meistens so eine Nacht vergehen, dass ich da halt nochmal meine Nägel pflegen kann. Und auch auf den Füßen verwende ich das sehr, sehr gerne. Hilft mir persönlich zum Beispiel auch, dass die Nagelhaut so drumherum auch ein bisschen geschmeidiger ist und meine Nägel halt weniger schnell einwachsen, was bei meinen sehr, sehr runden Nägeln leider echt häufig passiert. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und das darf sie, weil Sammy der Geburtstag hat, Juli. Mhm. Und das macht sie. Wie schön ist diese Farbe. Birthday Girl, die 514 in 5 Millilitern, ist so ein schimmerndes Silberrosa. Und auch das kann man solo tragen, kann man aber auch halt über eine andere Farbe oder über ein Weiß oder so drüber toppen. Ne? Ich glaube, in der Nummer 9 dürfen wir uns jetzt über irgendwas Größeres freuen, weil die etwas schwerer ist. Ja, wir haben eine Originalgröße. Auch hier eine Farbe, die eher in die Herbstrichtung geht und die wahrscheinlich nicht jeder hart feiert. Die 980 Wild Nude. So schaut das aus. Eine sehr schöne Farbe, wenn man die halt, ich werde hier gerade abgeworfen, quasi auch komplett solo trägt. Für mich persönlich ist es ein bisschen zu langweilig. Ich mag es halt lieber richtig bunt.
Direkt daneben darf es jetzt mit der Nummer 10 weitergehen. Und hier haben wir auch was Kleineres drin in 5 Millilitern. Good as new. Das ist einfach so ein wunderschönes Rosatönchen. Ich glaube, viele werden das auch sehr gerne mögen. Auch das so ein Klassikerton, finde ich persönlich. Ne? Kann man sehr gut so tragen. Ich würde mir jetzt wünschen, dass wir jetzt auch so ein bisschen bunter mal so langsam wieder werden. Schauen wir mal, ob die erste Schnapszahl, die Nummer 11, uns da ein bisschen bei helfen kann. Ja, ein sehr schöner Ton. Ich meine, dass wir sowas Ähnliches auch letztes Jahr schon drin hatten. 954 Offbeat Chic ist hier ein wunderschönes Hellblau und auch hier eine kleinere Größe. Aber ich glaube, dass diese Farbe von vielen sehr gemocht wird. Hätten sie in groß reinpacken können. Wobei, da haben wir ja dieses, upsala, blau-lila schon in groß reingepackt. Ja, die Halbzeit, die Nummer 12, fühlt sich jetzt auch wieder ein bisschen schwerer an. Mal gucken, was sie uns bieten kann. Tolle Farbe. Die Nummer 17, Gilded Galaxy. Und das ist ein Special Effects Effekt Nagellack. Ja, wahrscheinlich, weil er einfach so einen krassen Sheen hat. Ne? Das ist so Perlmutt von der Base her, aber der hat diesen rosa Glanz mit dabei und sowas mag ich auch sehr, sehr gerne leiden, wenn man das halt, wenn du zum Beispiel komplett auf die Finger dir diesen rosa Lack machst und dann einen Finger, zum Beispiel diesen Ringfinger in der Farbe, ich glaube, das kommt richtig gut. Ja. Ja. Ja, das sind Blumen, ne? Julius, was sagen wir denn zur ersten Halbzeit? Also wir haben zwei Pflegeprodukte mit dabei, was okay ist. Wir haben auch schöne Lacke mit dabei. Für mich persönlich könnte es gerne ein bisschen bunter sein, denn ich brauche weder 50 Shades of Nude noch 50 Shades of Herbstfarben. Ich bin halt so jemand, wenn ich so einen Adventskalender kaufe, möchte ich gerne eine Farbvielfalt. Also, zweite Halbzeit. Weiter geht die wilde Reise mit der Nummer 13. Hier haben wir auch wieder 5 Milliliter drin. Das meinte ich. Die Nummer 30, Bachelorette Bash, ist das hier. Ein extrem schöner Magenta-Ton. Also sowas feiere ich, sowas brauche ich in Adventskalendern, in Nagellack-Adventskalendern. Und ich glaube, ja, ich glaube, das kommt richtig gut, oder? Der 14. Dezember. Auch hier wieder eine 5-Milliliter-Variante. Sie haben mich gehört. Grün. Sehr schön. 894 Angility Pleasures. Und so schaut dieses wunderschöne und wirklich meiner Meinung nach auch sehr besondere Grün aus. Weil das hat fast schon, also ich finde, das ist nicht so dieses klassische Waldgrün. Es ist auch nicht so ein Apfelgrün. Es ist besonders, oder? Der 15. Dezember. Auch hier fühlt sich das Ganze etwas schwerer an, weil uns hier auch ein Expressi beglücken kann. Eine ähnliche Farbe leider wie dieser hier, ne, den wir ja am Nikolaustag drin hatten. Wobei der hier halt wirklich ein Violett ist. Das ist die Farbe Earl, I-E-L, okay, 240. Und diese Expressis sollen ja so super schnell trocknen. Ich persönlich muss sagen, habe ich jetzt nicht so die Erfahrung gemacht, dass die jetzt schneller trocknen als die anderen. Bei mir persönlich. Aber ich mache ja auch 3 Schichten Farblack immer drauf. Und ja, das finde ich aber sehr, 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 sehr cool. Da haben wir echt eine schöne, also jetzt, ne? Eine schöne Farblinie gerade am Laufen. Der 16. Dezember. Hier haben wir auch hier wieder, ne, relativ ähnlich zu dem, den wir ja quasi vorher schon hatten. Sowas finde ich schade, das brauche ich nicht in einem Adventskalender. Die Nummer 17, Mucci Mucci, haben wir hier. Und das ist noch ein etwas helleres Rosa als das, was wir eben schon gesehen haben. Aber wie gesagt, ich brauche es jetzt nicht irgendwie nochmal so drin. Also vor allem, nee, das muss ich eigentlich nicht haben. Das ist für mich jetzt irgendwie doppelt gemoppelt. Die Nummer 17, eine Woche vor Heiligabend, fühlt sich jetzt etwas schwerer an, weil uns hier etwas, ich hätte das in der 24 erwartet, muss ich gestehen, finde ich richtig geil. Mein liebster Topcoat, das ist der Essie Gel Couture Topcoat einfach und ich finde, damit sehen deine Nägel halt oder deine, ja, dein Nagellack sieht dann wirklich super, super edel aus, ne? Also der gibt dem Ganzen halt noch einen schönen Glanz und wenn ich den drauf habe, sieht es wirklich aus, als hätte ich richtig Gelnägel drauf. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich jetzt den 18. Dezember und auch der fühlt sich etwas schwerer an, weil wir hier auch wieder, wir hatten noch kein Orange, geil. Peach Side Babe 979 habe ich jetzt hier mit drin. Und wirklich eine wunderschöne Farbe. So ein Orange sieht man auch relativ selten im Adventskalender. Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo, hallo. Die Nummer 19 habe ich jetzt hier. Hallo, 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 hallo.
Okay, ja. Also ich hätte jetzt wirklich mit 24 Nagellacken gerechnet. Ein bisschen Pflege, klar, haben wir auch immer irgendwie mit dabei. Aber wir haben ja schon zwei Pflegeprodukte. Ja, und dann haben wir noch diesen wundersüßen, immer dabei, Nagellackentferner, 25 Milliliter, optimal zum Verreisen. Also ich habe diesen hier auch letztens meiner Stiefschwiegermann in Spee mitgegeben, weil die jetzt quasi dieses Wochenende unterwegs sind auf einer Hochzeit. Ne? Da kann man das eigentlich ganz gut gebrauchen. Ja, ist ein Füllprodukt. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier habe ich jetzt den 20. Dezember. Endspurt Richtung Heiligabend, Leute. Ja, hier sind wir auch wieder bei diesen, ne? Es gibt Menschen, die das großartig finden werden, dass hier auch so viele gemutete Töne drin sind. Und ich glaube, die wollten es einfach gut mixen. Ja, die 982 Cut It Off ist hier einmal in der Originalgröße drin. Und das ist halt so ein richtiges, helles Grautönchen. Finde ich definitiv interessant. Und das kannst du sicher auch mit diesem hier super kombinieren oder mit so einem Glitzer-Topcoat oder so, ne? Der 21. Dezember ist jetzt ein bisschen leichter, denn da haben wir auch wieder so ein ja, hell-lila. Hatten wir in der Art noch nicht, aber wir hatten ja schon dieses Lila. Aber wie gesagt, dieses hier hatten wir so noch nicht. Go Ginger 249 in 5 Millilitern haben wir hier drin. Auch eine wirklich schöne Farbe. Also das hatten wir, ne, so hatten wir es noch nicht drin. Ne. Ist cool. Ich mag auch gerne so Pastellfarben, genauso wie knallige Farben. Ne? Lässt sich auch immer schön untereinander kombinieren. Die zweite und letzte Schnapszahl, der 22. Dezember. Hier haben wir ein richtig schönes Weinrot drin. 5 Milliliter von dem Nailed It. 516 ist die Farbbezeichnung. Und wobei, das ist eher Beere als Weinrot. Genau, und das sieht auch sehr, 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 sehr nice aus. Kann ich mir auch schön so festlich vorstellen. Kommt ja auch immer ganz drauf an, was man so an Kleidung trägt. Das war halt bei mir irgendwann das Ding, dass ich irgendwann gesagt habe, boah, ich möchte nicht ständig meinen Nagellack anhand meiner Kleidung irgendwie orientieren. Also mache ich sie immer komplett bunt. Der 23. Dezember, ein Tag vor Heiligabend. Da bin ich jetzt mal gespannt, was wir hier verwenden dürfen. Genau, ein Gel-Setter mit 5 Millilitern. Das ist ein Überlack. Und da gibt es ja wirklich diejenigen, die sagen, das ist der Beste. Und ich gehöre zu denen, die sagen, das ist der Beste. Aber so kann man einfach mal so für sich gucken, welcher vielleicht einem mehr gefällt. Und ja, ne, einfach so ausprobieren. Nom nom. Essen kann man den nicht. Aber es sieht schon lecker hier auf dem Tisch aus, ne Juli? Wir haben hier echt eine ganz, ganz tolle Range. Trommelwirbel für den 24. Dezember. Das sind Trommelwirbel. Heiligabend haben wir hier. Es darf schon was Besonderes sein, ne? Special Effect. Ein Effekt-Nagellack in der Farbe 25, Divine Dimension. Den kannst du über alles Mögliche halt so drüber machen. Und hier sind etwas gröbere Schimmerpigmente drin. In so einem Blau und Lila und Rosa. Das sieht sehr, sehr abgefahren aus. Julius, ist das eine schöne 24? Was meinst du? Ja. Ja? Gut. Von Julius für gut befunden. Aber nee, das ist wirklich auch was Besonderes. Ja. Kommen wir zum Fazit des Adventskalenders. Also den kompletten Regenbogen habe ich jetzt nicht unbedingt vor mir stehen, aber es ist ein relativ schöner Mix aus Effektlacken, Basic-Farben und knalligen Farben und Pastellfarben, aber auch den gemuteten Farben, wie einem Grau oder so, was ich persönlich auch als relativ speziell empfinden würde. Also für mich persönlich lohnt sich dieser Adventskalender jedes Jahr aufs Neue, weil ich halt einfach jemand bin, ich trage gerne bunte Nägel, ich trage gerne eine gewisse Farbvielfalt und ich verwende halt auch die Produkte im Laufe der Zeit. Die Frage ist halt, ne, wer holt sich den Adventskalender? Nagellackbegeisterte sehr wahrscheinlich. Das heißt, auch wenn man den verschenkt, sollte man darüber nachdenken, dass die Person auch auf Nagellacke stehen sollte. Ansonsten hat man hier echt ein Problem. Ich finde auch, dass die Füllprodukte, die hier drin sind, also dieses der Nagellackentferner passt halt dazu. Auch, dass wir hier zwei Nagelöle drin haben oder ein Nagelhärter und ein Nagelöl, finde ich auch in Ordnung. Das ist klassischerweise halt immer mit dabei. Topcoat mit dabei. Haben wir eigentlich einen Basecoat gehabt? Ja, da kannst du einen Nagelhärter für nehmen. Ne? Ansonsten ist es ein schöner Mix. Also für mich persönlich jedes Jahr aufs Neue wirklich eine Empfehlung. Wie seid ihr dieses Jahr mit der Farbauswahl zufrieden? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe euch ja auch die Preise eingeblendet und auch das generelle Preis-Leistungs-Verhältnis. Lohnt sich eigentlich schon. Also du hast ungefähr so die Hälfte meistens gespart, ne? Dass du halt wirklich den doppelten Warenwert im Prinzip hast. Wie gesagt, eure Meinung gerne in die Kommentare und dann wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.